Die Hungermonate sind vorbei. Ja, das letzte Video oben beim Ekelken, das habe ich ja gemacht im Zusammenhang mit Hungermonaten als wilde Nahrung, Survival-Nahrung. Das wird jetzt etwas besser, aber eines ist klar. Auch jetzt, aktuell zur Sommersonnenwende, kannst du dich nicht nur hundertprozentig auf Pflanzen verlassen. Leider fast gar nicht so richtig. Es sind irgendwie so kleine Krabbeltiere, die jetzt die Notnahrung ausmachen. Wenn dich interessiert, was das bedeutet, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Das letzte Mal habe ich ja oben beim Ekelken über die Hungermonate gesprochen und es gab so viel positive Resonanz. Rainer, erzähl ein bisschen mehr und mach das noch einmal, dass ich dieses Video jetzt ja, als Fortsetzung ansehe. Übrigens, wenn du eine richtige Nahrungsausbildung haben willst, Survival-Notnahrungsausbildung mit wilder Pflanzen und wilden Tieren aus der Natur, ohne Jagd jetzt, sondern einfach nur so kleinen Viecher, dann gebe ich dir natürlich auch, das ist billigste Eigenwerbung, den Link natürlich auf unsere Online-Ausbildung, wo du mein Wissen, meine Erfahrungen sammeln, die ich gesammelt habe, mitnehmen kannst und wir haben dann auch Zoom-Calls, wo wir uns austauschen können. Aber jetzt fange ich wirklich an, versprochen. Es fängt schon langsam an. Wir haben hier hinter mir schon die eine oder andere Brennnessel. Das Problem dabei ist, dass die auch noch nicht reif sind. Ich weiß, dass das natürlich davon abhängt, wo du daheim bist. Ich bin hier am Schoße des Mittelgebirges. Das fängt hier jetzt an, auf Val de la Pate. Wir haben hohe Berge, wir haben geringe Vegetationszeiten, weniger Sonne, mehr Regen und so weiter. Alles klar. Aber auch im Flachland, da war ich jetzt auch vor ein paar Tagen, schöne Sonneneinstrahlung. Auch da ist es noch nicht so weit, dass die Brennnesselsamen, nämlich die weiblichen Samen, da gibt es nämlich Mandel und Weiberl, tatsächlich, ja, da gibt es männliche und weibliche Pflanzen. So wie bei uns auch. Und da sind auch die weiblichen Pflanzen noch nicht so weit, dass diese Samen, ja, oder Nüsschen sind es ja eigentlich botanisch, schon komplett reif wären und einsetzbar. Aber ich mag dich jetzt schon, ja, auffordern dazu, diese Brennnessel ein bisschen ab jetzt schon im Griff zu haben, ein bisschen nachzudenken und sie zu beobachten und ihren Wuchs dir anzuschauen. Es ist jetzt so, dass wenn du in die Brennnesseln reinschaust, dass du jetzt ja schon weibliche Teile natürlich finden kannst. Die sind jetzt tendenziell nach unten hängende Samenstände. Die männlichen Samenstände, also die dann den Samen rausschießen, das ist teilweise schon erledigt, die sind schon ausgeschossen, die bringen übrigens kalorientechnisch auch wirklich nichts. Es sind wirklich die weiblichen Nüsschen, die interessant sind. Und wenn du dir so ein Teil wirklich genauer anschaust, dann wirst du auch einen Unterschied merken zwischen männlichen und weiblichen. Ja? Während die weiblichen eine solche Öffnung haben, sind die männlichen dreigeteilt. Da hast du drei äußere Kapseln und die brechen auf und pff, Samen raus und die weiblichen Gegenstücke warten und machen dann, wenn das Flugsamen vorbeikommt. Flugsamen, ich hoffe, dass das jetzt richtig botanisch ist, aber es ist wurscht, du kannst das vorstellen. Das heißt, die beginnen jetzt, die kannst du ab jetzt immer und immer und immer wieder beobachten und auch mal hingehen und daran reiben. Du kannst sie auch jetzt schon essen, nur ist halt einfach noch viel zu wenig an Kalorien drinnen, das dauert noch. Aber wenn du, und das ist das, was ich auch beim letzten Mal gesagt habe, wenn du da reinkippst in diese Sache und immer und immer und immer wieder über die gesamten Vegetationszeiten, weil du wirst ja noch einige Jahre vor dir haben, da immer wieder reinschaust und das ausprobierst und nicht nur im Buch oder auf YouTube oder so anschaust, sondern es wirklich tust, angreifst, eine Bewertung abgibst und sagst, sind sie jetzt reif, sind sie jetzt nicht reif, dann kriegst du einen siebten Sinn dafür, nämlich wann, was, wie, wann, wo, warum reif wird. Also Brennnesselnüsschen, weibliche Brennnesselnüsschen, bald soweit. Bild dauert es noch. Es beginnt jetzt auch schon mit weiteren Samenständen hier von einem Doldenblütengewächs. Übrigens aufpassen, da kann man sich wirklich in die Nessel setzen, also da muss man sich ein bisschen auskennen, aber sei es drum. Aber auch hier siehst du, dass diese Samen noch nicht reif sind, das dauert auch noch. Das heißt, das ist jetzt so ein Übergang von die pflanzliche Notnahrung ist noch nicht so weit. Wurzeln, das kannst du getrost vergessen. Du kannst auch große Klette jetzt ausgraben, aber da ist nichts mehr, da ist die meiste Energie schon nach oben gegangen, die sind hochgeschossen. Da beginnen jetzt schon die Blüten, ja, die Blüten sind schon ansatzweise da. Da ist die Energie, die im Boden gespeichert war, in diesen Speicherwurzeln schon nach oben gegangen. Selbst wenn du das jetzt kaust, man kann das Gras auch essen, ja, aber selbst wenn du das jetzt auskaust, diese Wurzeln, da ist einfach
die Energie draußen, die sind schon fast ausgelutscht. Nicht 100% ist besser als nichts, aber das ist es auch nicht. Jetzt momentan in dieser Übergangszeit, da müssen wir uns, hörst du's? Hörst du das? Und ich habe nicht das Vogel gemeint, sondern das Zirpen, auf sowas hier konzentrieren. Ja, also es sind jetzt die Heuschrecken. Ich habe schon ein kleines Häubpferdchen heute gesehen. Ja, da ist schon was dran. Das ist schon was dran. Es ist noch nicht ganz groß, es ist noch nicht ganz ausgewachsen, aber es ist schon, es tut schon. Du siehst schon die Heuschrecken herumspringen. Das sind jetzt nicht mehr nur so kleine Wurzeln wie im Mai, sondern da tut sich jetzt schon was. Es hat letzte Nacht massives Unwetter, hat massiv geregnet, also so richtig geregnet. Auch die Regenwürmer kommen dann raus, weil es einfach jetzt wieder feucht ist. Ist klar, in Trockenzeiten wirst du keine Regenwürmer finden. Aber nach einem Regen ist das die ideale Chance, entweder zu graben, sie rauszuklopfen oder mit anderen Mitteln an die Oberfläche zu locken. Es ist auch die beste Zeit nach dem Regen nach Schnecken zu suchen, nämlich nach den Gehäuseschnecken, die dann aus dieser Hitze, Trockenheitsstarre wieder erwachen und herumkeuchen und fleuchen. Dass das alles natürlich nur Notnahrung ist und dass ich die jetzt nicht auffordern mag, irgendwelche Schnecken zum Spaß, weil die stehen alle unter Naturschutz, zu essen, das ist ganz klar. Wir sprechen hier nur von Survival-Notnahrung, ja, für Notsituationen. Muss aber auch fairerweise dazu sagen, die Chance, dass ich in Österreich in solch eine massive Survival-Situation komme, Notfall-Survival-Situation komme, dass ich mich von Schnecken ernähren muss, weil ich sonst sterbe, ist halt relativ gering. Gell? Da gibt es andere Gefahren. Aber es geht uns um den Spaß und es geht uns um die Kernkompetenz. Denn ich bin davon überzeugt und ich sehe es ja auch bei den Kursen, dass sehr viele Leute einfach keine Verbindung mehr dazu haben. Wir haben Verbindung zum World Wide Web und das ist auch super und das soll so sein, ist alles gut. Ich nutze das natürlich auch, großartige Möglichkeit. Aber zu diesem Netz hier draußen, da haben wir nicht mehr die Verbindung. Und das ist aber schade und ich bin mir sicher, dass es viele Leute gibt, die diese Verbindung wieder haben wollen und da ist das zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Aber zurück zum Thema. Ja, Heuschrecken, Grillen. Dann Regenwürmer natürlich und auch Schnecken. Das ist jetzt eine ganz gute Zeit. Was es fast nicht mehr gibt, ja, das war früher noch ein bisschen besser, aber heuer zum Beispiel gar nicht, Maikäfer. Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen, Mai- und Junikäfer. Stehen alle unter Naturschutz, aber früher wurden die tatsächlich gesammelt. Das glaubt man fast nicht, auch Kochbücher. Du kannst auf Wikipedia, glaube ich, kannst du gehen und da gibt es einen Link auf ein altes Kochbuch, das digitalisiert wurde und als PDF zur Verfügung steht und da sprechen die tatsächlich von Maikäfer-Gerichten, ich glaube Suppen oder sonst irgendetwas. Ja. Denn das ist ganz klar, auch da ist Energie drinnen. Das heißt, immer wenn du in dieser Zwischenzeit bist, die Pflanzen sind noch nicht so weit, dann bleibt da, und das tut mir einfach leid, nichts anderes übrig, als auf Tiere zurückzugreifen. Ich weiß, dass das jetzt den einen oder die andere total schockt und ich weiß auch, dass bei meinen Kursen manche Leute das einfach nicht nehmen können. Ja? Und es ist auch okay und du musst mir gar nichts glauben, wenn du das anders siehst, ist das total in Ordnung. Meine Sicht ist, es geht halt nicht anders. Es geht halt nicht anders. Und Vegan und Vegetarier, alles super, alles großartig. Nur heraus, wenn es wirklich hart auf hart gehen würde, in unserer Klimazone spielt es das nicht. Nicht, weil ich das nicht will. Das ist keine ideologische Sache, sondern einfach Faktum. Es wird jetzt momentan einfach massiv schwer ohne tierische Notnahrung. Und auch da kommt natürlich immer die Frage, was ist mit, kann ich Heuschrecken roh essen, Würmer, Schnecken, ich meine, Schnecken will niemand roh essen. Nein, also ja und nein. Schau, es gibt Gefahren, zum Beispiel Zoonosen, die du dir holen kannst vom Verzehr von Würmern. Ja, und Schnecken ohnehin. Ja. Das sind eben Leberekel und irgendwelche anderen grauslichen Würmer, die dann in dir herumleben und Probleme machen. Also daher, wenn du die Möglichkeit hast, etwas abzukochen, zu kochen, dann koch es ab. Denn wenn es kein Gift ist, wenn du keine giftige Pflanze haben wir jetzt sowieso nicht, aber ein giftiges Insekt musste ich auch anstrengen, also so richtig arg giftige, fällt mir jetzt auch nichts ein. Also, aber sei es drum, sei Stinkwanzen, aber die sind jetzt nicht so giftig, dass du tot bist, sondern das ist einfach so grauslich, das willst du eh nicht. Aber sei es drum, wenn du es kochst, dann sind diese Krankheiten, die du dir holen kannst, einfach massivst minimiert. Garantie gibt es natürlich trotzdem nicht, aber
Also so 100 Grad ein bisschen Regenwürmer mit abkochen, ist halt die Frage, was da sein soll. Und auch bei den Schnecken. Bei den Heuschrecken habe ich mir sagen lassen, ich bin ja selbst kein Biologe, ich bin ja nur anklärend, habe ich mir sagen lassen, dass die eigentlich, dass die Chance, dass man sich von Heuschrecken, wenn man die roh isst, etwas holt, relativ gering ist. Aber weißt du was? Ich stehe auf Feuer machen. Weißt du, mit Feuerstahl und Feuerzeug und so. Mache ich ja auch 100.000 Videos immer wieder dazu. Hängt dem einen oder anderen schon beim Aalz raus. Doch, genau das ist es. Der Unterschied zwischen einem Mensch, ja, ich sehe mich selbst auch als Tier, halt als Menschentier, und einem Reh, es gibt da sicherlich Rehe draußen, ich weiß, dass es Rehe gibt, ist, dass ich ein bisschen reden kann und dass ich ein Messer habe und jetzt auf YouTube bin, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich kann Feuer machen. Das kann das Reh nicht. Ist es deswegen schlechter? Nein, es ist einfach anders. Und durch dieses Feuer machen, das ist so eine Kernkompetenz. Daher, das machen wir bei den Survival Trainings immer und immer wieder. Also ich möchte, dass die Leute einfach Feuer machen drauf haben, denn das macht einfach den Unterschied. Denn wenn ich Feuer machen kann, dann kann ich mir das ganze Zeug, all die Tiere, all die Pflanzen, ich kann sie aufbereiten, ich kann sie kochen, ich kann sie für mich nutzbar machen zum Leben und Überleben. Daher, Feuer machen ist so eine ganz elementare Fähigkeit und Fertigkeit. Und die gehört zur Nahrung dazu. Alles greift sowieso ineinander bei diesen gesamten Bushcraft- und Survival-Wildnistechniken. Das greift alles ineinander. Also Feuer machen wäre ganz gut, außer du stehst auf kleine Bandwürmer. Hm. Wir haben hier sehr viel Fichten. Die Fichten, da haben wir leider das Problem, wenn ich da nach oben schaue, dass die Zapfen auch noch nicht reif sind. Also wir sind einfach noch nicht in dieser Reifezeit. Wir sind noch nicht in der Erntezeit. Es fehlen noch die Samen, es fehlen noch die Wurzeln. Und daher mag ich dir einen Tipp geben, ja, weil die Frage ja auch immer wieder kommt. Geh raus und überleg dir, was könntest du da jetzt essen? Was wär's? Siehst du die Insekten? Was wäre das alles? Ich meine, klar, wenn du in der Großstadt, zum Beispiel in Wien, alles zu betoniert herumgehst, dann wird die Notnahrung in Form von Supermärkten da sein, ja, oder Restaurants, das ist schon klar. Ich meine wirklich, wenn du ein bisschen rausgehst, das kann auch einmal in den Park sein, aber besser ist es tatsächlich, irgendwo hinzugehen, wo es ein bisschen mehr Arten gibt, ja, und das nicht unbedingt alles abgepflegt wird. Und schau dir einfach um, was gibt es dort, was könntest du dort finden. Schau, einen letzten Punkt noch und dann habe ich es. Man kann auch Schmetterlinge fangen, ja, und diese kleinen Korpus essen und all diese, da gibt es viele, du kannst, und das haben wir ja auch schon gemacht, wir haben die Schaumzikaden kann man absaugen, ja, an speziellen Pflanzen, da gibt es die Schaumzikade, da ist so ein Schaum, das ist Kuckuckspucke, Kuckuck, Kuckuck, weil wenn der Kuckuck kommt, hier bei uns im Mai, dann tritt diese Schaumzikade auf, sehr gerne an Wiesensalbei zum Beispiel, fällt mir jetzt ein, oder Schaboxkraut, ja, sind jetzt so Pflanzen, die mir einfallen, die sehr häufig von denen befallen sind. Hm? Auch die kannst du abzuzeln, ein bisschen Proteine holen. Das ist alles okay. Und umso mehr du weißt und umso mehr du kannst, umso größer ist dein Speiseplan, der da zur Verfügung steht. Denn eines ist klar, es gibt manchmal in der Natur einen Überfluss und dann gibt es wieder einen Mangel. Und manchmal gibt es Arten, die da sind und dann sind die wieder weg. Und daher, umso mehr du kannst, umso mehr du weißt, umso mehr kannst du den Supermarkt Natur nutzen. Das ist es. Also wieder ein kleines philosophisches Survival-Video, damit man nicht immer nur über Ausrüstung und so Messer und so Reini Rossmann-Sachen, die er jetzt in seiner eigenen Reini Rossmann-Werkstatt bastelt und Ausrüstung und Buschkraft, Waldurlaub, sondern mal ein bisschen wieder Inhalt. Wenn dir das gefallen hat, teilt bitte das Video, gib einen Daumen nach oben, Subscribe-Button, eh ganz klar, gell? Gib dir trotzdem unten den Link zu all meinen Produkten. Ich kann nicht anders, außer billige Eigenwerbung zu machen. Wenn du Fragen hast, stell sie dann Reini Rossmann und ciao, ciao.